Mir geht's heute nicht. Nun aber zu einem ernsten Thema. Wie kann ich möglichst viel Geld erlangen, um zu glauben, dass das Geld mir einen Vorteil verschaffen kann? Nun mal zu einem ernsten Thema. Wer bin ich? Nun mal zu einem nicht so ernsten Thema. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, reinste Zeitverschwendung. Um was geht's? Um das, was ist. Was ist? Das, was nie geht. Geht was um das, was ist? Was immer ist, was nie geht? Oder nix oder. Was geht, das kommt doch wieder. Und was kommt, das geht. Vergänglich? Was ist vergänglich? Ist was vergänglich? Oder ist alles immer da und es wird nur nicht wahrgenommen, weil es nicht so sein soll? Wer stellt die Frage? Wer sieht den, der glaubt, wer zu sein? Wer ist der, der da sitzt und sich selbst zuhört beim Sprechen, ohne je einen Sinn erlangen zu müssen? Denn die Sinnlosigkeit ist die Freiheit. Ist irgendetwas veränderbar? Wer will das wissen? Nichts. Es gibt keine Veränderung. Denn alles ist schon. Doch die Veränderung scheint. Scheinbare Veränderung in einem scheinbaren Leben von einem scheinbaren Wahrnehmenden, der scheinbar auch nur eine Wahrnehmung ist. Schicksalslos, in der Schicksalshaft ist keiner gefangen, der nicht weiß, dass er nicht die Geschichte ist, die er über sich selbst hat oder haben könnte. So. So gib dir nun jetzt selbst mal den Moment, in dem du völlig deine Geschichte vergessen kannst und jegliche Zukunftspläne aufgeben darfst und einfach nur da bist. Mit allem, was ist, mit allen Zukunftsängsten, allen Gedanken über eine mögliche Vergangenheit, die du scheinbar zu haben, hätten könnten, hättest. Und weiter, du bist schon, du bist schon, du bist schon. Was für eine Aussage. Ich bin schon. Es ist schon. Sein ist schon. Da ist es schon. Du, jetzt ist es schon. Es ist schon wieder, schon soweit.